Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Still 2 Box von Freiwild. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Still 2 von Freiwild, das Ganze am 29. November erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Vergangenen Freitag war es also soweit, das neue Album von Freiwild ist erschienen. Dazu gab es natürlich auch eine Box und es gab diese Box damals sogar in zwei Varianten zu bestellen. Es gab einmal die, ja, sagen wir mal die reguläre Version, die es unter anderem auch auf Amazon gab. Und dann gab es diese Version hier, die gab es exklusiv über den Freiwild Shop zu bestellen. Und zwar unterscheidet sich diese Box einerseits dadurch, dass sie limitiert ist auf 3000 Stück. Wir haben hier eine Nummerierung und einen zusätzlichen Boxinhalt, den gibt es hier auch noch. Und zwar war das ein Shirt, zu dem kommen wir dann noch. So, wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, was mich allerdings weniger gefreut hat, also ich habe mich natürlich über die Box gefreut, aber was mich etwas gestört hat, war natürlich, dass mir mein lieber Versandmitarbeiter, also wer auch immer diese Box hier bei mir zugestellt hat, mal wieder hier etwas, ja, etwas härter damit umgegangen ist und hier entsprechend eine ordentliche Delle reingeschlagen hat. Aber ja, nachdem diese Box ja auf 3000 Stück limitiert ist und auch schon ausverkauft war, habe ich mir jetzt da keine großen Hoffnungen gemacht, dass die umgetauscht wird. Vor allem können Freiwild oder, ja, ich sage jetzt mal die Leute dort vor Ort wenig dafür, da es voraussichtlich beim Versand passiert ist. Leider immer eine Gefahr, die immer bei mir in letzter Zeit häufiger auftritt. Aber naja, gut, wir haben hier eine graue Box. So sieht die aus, ein sehr ungewöhnliches Format. Wir haben hier oben einmal rechts den Schriftzug Freiwild. Dann lesen wir leise, stürmisch, herzergreifend, darunter den Albumtitel Still 2. Und dann haben wir hier auf diversen Stühlen die vier Bandmitglieder. Also die vier Herrschaften haben hier auf diesen Stühlen Platz genommen. Philipp, Jonas, Jochen und Christian, alle sind sie hier vereint. Hier unten haben wir dann die Nummerierung. Hier lesen wir Still 2 Boxset Bundle 228 von 3000. Das gefällt mir immer sehr gut, würde ich mir generell für mehr Boxen wünschen, dass man so eine Limitierung einfach transparent gestaltet. Dass man einerseits sagt, alles klar, das und das ist die Gesamtauflage und dass man auch sagt, pass auf, deine ist die so und so vielte. Der Albumtitel lässt es erahnen und zwar gab es ja auch ein Still 1. So sah das damals aus, das war die Box, die habe ich euch natürlich schon vorgestellt. Die ist 2013 erschienen und jetzt ungefähr 6 Jahre danach eben der zweite Teil. Auf den Seiten in Grau, hier lesen wir Freiwild Still 2, leise, stürmisch, herzergreifend 2019. Dann haben wir hier oben einen Tragegriff, hier auf der Seite wieder diese Knochenhand. Und auf der Rückseite haben wir dann die vier Stühle leer. Hier steht dann auch noch diese Beleuchtungseinheit. Und dann haben wir hier den Boxinhalt aufgeführt. Diese Box enthält Ecolbook CD, Bluetooth Lautsprecherbox inklusive Micro SD Slot, Akku, Ladekabel, AUX-Kabel, Micro SD Karte inklusive Album plus 7 Bonus Tracks plus unterschriebene UNERSCHR Autogrammkarte. Ja, ich gehe mal davon aus, dass hier einfach ein T verloren gegangen ist, das wahrscheinlich unterschriebene Autogrammkarte hätte werden sollen. Aber ja, und exklusiver Aufkleber. Alles klar, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze geht dann wahrscheinlich hier, jawohl, hier auf. Auch praktisch dieser Tragegriff, dann kann man die so mitnehmen. Dann schauen wir mal hinein. Also, wir haben hier als erstes mal eine Lage Schaumstoff. Und dann kommen wir zum Inhalt, der hier schön eingebettet ist. Wir haben hier einmal das Album. Dann haben wir einen Sticker, dann ein Booklet extra für die Bonustracks, nicht schlecht. Die unterschriebene Autogrammkarte,
einen Stoffbeutel mit Kabel und Zubehör und dann hier der Bluetooth Speaker, wenn er rausgeht, jawohl. Und dann haben wir hier noch ein kleines Stück, und zwar ist das hier das Case, und dieses beinhaltet eine Micro SD-Karte samt Adapter. Ja, das Ganze lässt sich dann hier natürlich auch rausnehmen, diese Schaumstoffeinheit, aber nachdem es da ja sonst nichts mehr zu entdecken gibt, lasse ich das mal zu. Wir packen hier wieder zusammen und machen die Box mal zur Seite. So, gut, wir kommen zum Inhalt. Wir starten wie immer mit dem Album an sich, das noch in Folie eingeschweißt ist. Auch hier wieder ein Messer notwendig. Jawohl. So, wunderbar. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also, es ist das 13. Album der Band und es ist auch das zweite Akustikalbum. Wie gesagt, das erste war damals eben Still aus dem Jahr 2013 und das ist jetzt der Nachfolger. Wir haben hier so eine spezielle Variante, also wie auf der Box gelesen, heißt das Ecol Book, habe ich davor auch noch nie gehört. Ich habe einfach immer so ja, Buch oder hartes Digipack gesagt, na, Buch. Dann haben wir hier auf der Seite wieder Freiwild Still 2, leiser, stürmisch, herzergreifend stehen. Und auf der Rückseite die Tracklist, 16 Stück an der Zahl. Dann haben wir hier unten noch einen Barcode und dann gibt es hier noch die Beteiligten. Also das Label Rookies & Kings, über das das Ganze erschienen ist natürlich. Vertrieb und Management haben wir angeführt. Dann schauen wir mal hinein. So, als erstes haben wir hier das Geweih. Dann haben wir hier wieder das Album und diese drei Adjektive. Und dann geht's los. Jawohl. Also, wir haben hier die Lyrics zu den einzelnen Texten. Zum ersten gibt es keinen Text, warum? Das ist ein reines Instrumental. Also, da gibt es keine Lyrics, aber dann bei dem Track 2 geht's dann los. Wir haben dann hier auch noch ein Blasinstrument, sieht zumindest so aus. Also hier so einzelne Instrumente, jawohl, das dürfte eine Trompete sein und weitere Lyrics. Das zieht sich jetzt so durch. Dann haben wir hier in diesem Fall Föhre, dann hier alle vier, ein Klavier und jede Menge Lyrics. Jawohl, dann hier Zegger, jede Menge Lyrics, alle vier nochmal vereint. Also ihr seht selbst, ein sehr schön gestaltetes Booklet mit jede Menge Grafiken, jede Menge Text, Philipp und Instrumenten. Sehr umfangreiches Booklet, Jonas ist auch noch am Start, dann nochmal alle vier, Ende. So, dann haben wir hier die CD, das Beste zum Schluss. Sieht so aus wieder, das Freiwild-Logo in diesem Fall aus dem F und dieser Knochenhand. In Schwarz-Weiß und Gold. Schöne Farbkombination. So sieht die CD aus. Also, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, wahrscheinlich habe ich es überblättert. Genau, das habe ich gesucht. Hier haben wir dann noch die Credits zum Album. Also, wer hat hier an diesem Album mitgewirkt? All das kann man hier dann nachlesen. Also, das Wichtigste ist hier auf jeden Fall drin. Plus die Lyrics, sehr schön. Dann haben wir ein weiteres Booklet, das sieht man auch selten, und zwar lesen wir hier Bonustracks, Micro SD-Karte. Dann haben wir hier die Tracks, er ist recht klein, aber wir haben sie hier nochmal in diesem Kreis hier aufgelistet. Okay, dann haben wir, genau, hier sieht man es nochmal besser, die Lyrics zu den einzelnen Tracks. Also, es sind hier auch die Bonustracks verschriftlicht worden, wunderbar. 7 an der Zahl, also 16 plus 7 ergibt 23 Tracks, das ist eine Menge. Bitte lesen, bitte darauf achten, die Micro SD-Karte muss mit der Beschriftung nach unten in den Slot eingesteckt werden. Bitte vor dem Einsatz den Akku komplett laden. Bitte die Gebrauchsanweisung lesen. Die Trackliste plus Songtexte der Bonustracks befindet sich hier. Ja, die haben wir uns gerade angesehen.
Gut, also ich kenne das selber von solchen SD-Karten, dass man dann oftmals irgendwie falsch rum oder so sie verkehrt rum reinmacht. Da ist das auf jeden Fall gut, dass da beschrieben steht, wie das gehört. Da kommen wir auch schon zum nächsten Boxinhalt. Wir haben hier so ein kleines Plastikcase, das auch wieder gebrandet ist hier mit dem Cover. Und wir sehen hier schon den Inhalt durch. Und zwar haben wir hier eine SD-Karte, eine Micro-SD-Karte, FreeWheel Steel 2 lesen wir hier. Und dann haben wir hier einen Adapter. Bedeutet, man kann dann wirklich beides verwenden. Entweder man nimmt diese Karte und steckt sie zum Beispiel in diesen Bluetooth-Speaker direkt rein. Oder wenn man es dann irgendwie am Laptop oder am Computer verwenden möchte, kann man natürlich auch die kleine Karte hier in den Adapter reinstecken und dann mit diesem Adapter darauf zugreifen. Also, hier wurde wirklich an alles gedacht. Und auf dieser Micro-SD-Karte befindet sich das Album plus natürlich die Bonus-Tracks. Also die 7 Tracks, die sind hier digital drauf. Die sind ja auf der CD nicht drauf, aber auf dieser SD-Karte. Einen Sticker haben wir, der ist kreisförmig. Also wenn wir den dann hier rauslösen aus diesem quadratischen, genau, dann ist der hier kreisförmig. Das ist das Cover von Still 2. Eine Autogrammkarte, wo alle 4 unterschrieben haben. Sehr schön. Hier mit schwarzem Stift und die Unterschriften sind auf jeden Fall echt. Und dann kommen wir zum Speaker. Der sieht so aus. Also ich kann schon mal sagen, er ist echt schwer und massiv. Wir haben das Ganze hier in schwarz designt. Hier vorne auf der Membran, auf dem Stoff Freewheel gebrandet. Hier oben ebenso. Das Freiwild-Logo zu sehen. Dann haben wir hier 4 Knöpfe: M, letzter Track, nächster Track und Play und Pause. Hier unten 2 Füßchen, um das Ganze aufzustellen. Rechts und links blank schwarz. Und auf der Rückseite haben wir dann den Schriftzug "Leckt uns am Arsch". Und das ist dann wahrscheinlich, genau, hier haben wir dann freigelegt die einzelnen Zugänge. Also einerseits haben wir hier einen Schieber, um das Ganze ein- und auszuschalten. Dann haben wir hier DC-In, also hier ist dann das Stromkabel einzustecken. Ein AUX-Kabel, bedeutet, man kann das Ganze auch mit Klinkenstecker in Betrieb nehmen. Und auf der ganz rechten Seite haben wir noch diesen kleinen Schlitz für die Micro-SD-Karte. Also je nachdem, wie man möchte, kann man natürlich dann auch eigene Musik über den anhören oder man nimmt einfach das Album Still 2 aus der SD-Karte. Sehr schön. Also ein echt großer Speaker. Der kommt dann noch mit Zubehör. Und zwar brauchen wir natürlich einmal ein Kabel, um den entsprechend zu laden. So sieht das aus, ein schwarzes Kabel. Wir haben hier auf der einen Seite USB und auf der anderen Seite eben hier das Ende, das in den Speaker gehört, um ihn entsprechend aufzuladen. Und damit nicht genug, wir haben auch noch in diesem kleinen Beutelchen eine Gebrauchsanleitung. Die sieht so aus. Jawohl, hier ist alles auf Deutsch gehalten. Sehr schön. Gerade bei solchen Speakern hat man ja dann oft irgendwie ein ganzes Buch, so ein kleines, in so Mikroskopschrift und dann mit 50 verschiedenen Sprachen. In diesem Fall alles auf Deutsch. Und dann haben wir noch einen schwarzen Stoffbeutel dabei. Der ist auch wieder hier gebrandet mit Freiwild. Auf der Rückseite sieht das so aus. Und hier lässt sich der dann gut verstauen. Also hier kann man den dann, ups, falsch rum, wunderbar reingeben und dann entsprechend mitnehmen, aufreisen, in den Urlaub, wohin auch immer. Und dann hat man den da dabei. Und man kann das natürlich dann auch hier oben dann entsprechend zuziehen mittels dieser 2 Schnüre. So, damit aber noch nicht genug. Das wäre jetzt der Inhalt der regulären Box. Aber nachdem ich ja die speziellere Box bestellt habe, die es wirklich nur über den Online-Shop gab, habe ich auch noch ein Shirt mit dabei. Wir lesen hier einmal auf dem Shirt spannenderweise meinen Namen Jonas und darunter lesen wir T-Shirt Größe M. Das sind die Daten, auf die es ankommt, denn dieses Shirt gab es individuell zu gestalten. Und zwar konnte man sich natürlich die Größe auswählen. Hat mich schon mal sehr gefreut. Da habe ich mich dann natürlich für M entschieden.
Aber damit nicht genug. Wir haben hier einmal auf der Brust, auf der linken Brust ist es dann das hier. Einmal hier kreisförmig das Logo von Stil 2, also diese Knochenhand wieder. Und das Freiwild-Logo, leise stürmisch, herzergreifend 2019. Dann haben wir hier unten am Bund auch nochmal vernäht das Ganze und zusätzlich noch hier so ein kleines Etikett, so ein Freiwild-Logo noch zusätzlich. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus, glatt in schwarz, hier ist kein Neckprint. Wir haben dann hier an den Ärmeln links und rechts so silber vernäht, plus auch hier oben auch nochmal vernäht in Silber. Dann sehen wir hier, dass das Ganze ein Shirt in der Größe M ist. Und was lesen wir hier? Freiwild Official Merchandise. Also eventuell gibt es diese Shirts auch regulär zu kaufen, aber ich glaube, ich befürchte fast, dass die wirklich exklusiv für diese Box waren. Und jetzt kommen wir zu meinem Highlight, und zwar, dass man hier das Shirt entsprechend individuell besticken lassen konnte. Also, ich habe nicht nur die Größe auswählen dürfen, sondern auch hier auf dem linken Ärmel dann meinen Namen. Und deswegen stand der auch auf dem Etikett. Das habe ich auch noch nie gehabt bei einer Box oder bei einem Bundle, dass man da sein Shirt entsprechend besticken konnte individuell. Und wir haben hier noch Freiwild Official Merchandise produced by Freiwild Schallplatten GmbH in Michelstadt, Deutschland. Und wir haben es hierbei zu tun mit einem Shirt Confidence in Textiles, sehr schön, also schadstoffgeprüfte Textilien. Das Ganze ist, wo haben wir es? Das würde mich noch interessieren. Ah ja, genau, hier steht es, 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Turkey. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. Der Bluetooth-Speaker inklusive Kabel und zugehörigem Stoffbeutelchen und Gebrauchsanleitung. Die unterschriebene Autogrammkarte mit allen vier Unterschriften. Der kreisförmige Sticker mit Albumcover. Dann dieses kleine Plastik-Etui hier mit den beiden SD-Karten, Micro-SD-Karte plus Adapter eben. Das Booklet zu den 7 Bonustracks. Und natürlich das Album an sich hier in dieser speziellen Buchedition mit 16 Tracks, womit wir dann auf insgesamt 23 Tracks kommen. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Box. Stil 2 von Freiwild. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare, und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Freiwild unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.